Hallo, ihr Neugierigen. Kennt ihr die Theorie, dass jeder Mensch auf der Erde seinen Doppelgänger hat? Ja, und dieser Theorie zufolge habt ihr auch einen. Glaubt ihr das? Würdet ihr diesen gerne kennenlernen? Ein solches Motiv gibt es auch in der Serie How I Met Your Mother, in der die Figuren einige Staffeln lang ihre Doppelgänger suchen. Und manchmal ist es richtig lustig. Aber in Wirklichkeit passiert so etwas auch. Davon hat Keanu Reeves kürzlich erfahren. Diese Nachricht wird wahrscheinlich die Fans des Schauspielers besonders glücklich machen. Denn obwohl der Star von Matrix vergeben ist, sind ihm Millionen von Frauen auf der ganzen Welt verfallen. Also, wie sieht sein Doppelgänger denn aus? Und welche anderen Stars haben auch ihre Double? Bleibt dran und findet es heraus. Aber nun vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben und unseren Channel zu abonnieren. So bekommt ihr regelmäßig Benachrichtigungen, wenn wir neue Videos hochladen. Keanu Reeves muss wohl niemandem vorgestellt werden. Außerdem haben wir über ihn schon andere Videos, die wir euch an dieser Stelle empfehlen. Dort könnt ihr viel mehr von ihm erfahren. Jetzt stellen wir nur ganz kurz das Schicksal dieses erstaunlichen Mannes vor. Und obwohl wir uns heute mehr auf sein Aussehen konzentrieren, so muss hier betont werden, dass er auch eine sehr gute Seele ist. Keanu Reeves wurde also am 2. September 1964 im Libanon geboren. Sein Vater verließ die Familie früh, sodass die Mutter Keanu und seine jüngere Schwester allein großzog. Auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen zog sie mit den Kindern zunächst nach Amerika und dann nach Kanada. Keanu hatte schon in jungen Jahren schwierige Erfahrungen im Leben gemacht. 1993 wurde er Zeuge vom Tod seines besten Freundes, des Schauspielers River Phoenix, der vor Johnny Depps Club an den Folgen einer Überdosis starb. Davon konnte sich der Schauspieler lange nicht erholen und musste unter ständiger Betreuung von Psychotherapeuten stehen. 1998 traf Keanu die Frau seines Lebens, Jennifer Syme, die eine Assistentin des berühmten Regisseurs David Lynch war. Der Schauspieler sagte, sie hätten sich auf den ersten Blick ineinander verliebt. Und ein Jahr später sollte ihr erstes Kind geboren werden. Leider kam die Tochter des Stars tot auf die Welt. Und das noch in der Zeit, als die Welt nach Matrix total verrückt war. Die verzweifelten Eltern beschlossen, sich zu trennen. Doch damit endete die tragische Geschichte der beiden nicht. Anderthalb Jahre später war Jennifer auf einer Party, die der umstrittene Musiker Marilyn Manson organisierte. Und auf dem Heimweg kam sie im Alter von nur 28 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Und der Schauspieler gab sich irgendwie die Schuld für das, was passiert war. Und als ob das nicht schon genug wäre, musste Keanu 2001 seine Arbeit am Sequel von Matrix einstellen, um sich um seine Schwester zu kümmern, die einen Rückfall der Leukämie erlitt. Glücklicherweise hat sich Kim von der Krankheit gut erholt und konnte dann ein normales Leben führen. Und trotz so vieler Schicksalsschläge blieb Keanu Reeves ein lebendiges Beispiel für Optimismus und Zuversicht. Aber dabei beließ er es nicht. Er spendete auch etwa 70% von 182 Millionen Dollar, die er bei der Matrix-Trilogie verdiente, an Patienten und Krankenhäuser. Außerdem gründete er anonym eine Wohltätigkeitsorganisation, die medizinische Einrichtungen und Krebsforschung finanziert. Davon erfuhr die Öffentlichkeit erst einige Jahre später, weil Keanu damit nicht für sich selbst werben wollte. Der Schauspieler ist einer der großzügigsten Menschen in Hollywood und führt oft ein ganz normales Leben. Zum Beispiel fährt er mit der New Yorker U-Bahn, ist auf Parkbänken und unterhält sich sogar mit Passanten oder Obdachlosen. Nun, wir schätzen, dass ihr auch der Meinung seid, dass es mehr von solchen Leuten geben sollte. Besonders, wenn sie dem Schauspieler nicht unbedingt äußerlich ähneln, dafür aber in Haltung, Freundlichkeit und Standhaftigkeit ähnlich sind. Aber nun wechseln wir zum Thema des Aussehens des Schauspielers. Sein einzigartiges Äußeres kommt von der besonderen Kombination der Gene. Der Vater des Schauspielers war halb Hawaiianer, halb Chinese und seine Mutter ist Engländerin. In Bezug auf sein Aussehen wurde mal ein Thema viral. Viele meinten nämlich, dass Keanu unsterblich sei. Und nicht im filmischen Sinne wie John Wick, den er spielt, sondern dass er gar nicht altert. Denn während seiner langen Karriere scheint er sich nicht besonders verändert zu haben. Im Internet gibt es dazu verschiedene Verschwörungstheorien. Und außer unzähligen Memes darüber gibt es im Netz auch eine Website keanuisimmortal.com. Übrigens, davon könnt ihr euch bald selbst überzeugen, denn Keanu kehrt bald auf die Leinwand zurück. In Matrix 4 und auch in der Fortsetzung der Kultkomödie der 90er Jahre mit dem Titel Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Aber kommen wir zum Hauptthema der heutigen Folge. Tja, ihr fragt euch bestimmt, kann es überhaupt jemanden geben, der einem so außergewöhnlichen, einmaligen Schauspieler ähnelt? Und es stellt sich heraus, dass es wirklich einen solchen Menschen gibt. Und das ist ein Brasilianer, der plötzlich im Internet sehr berühmt wurde, als man merkte, dass er wie ein Double von Keanu Reeves aussieht. Marcos Jeves stammt aus Rio de Janeiro. Und interessanterweise wird sogar sein Name ähnlich wie der von Keanu Reeves geschrieben. Er und Keanu sind sogar ungefähr gleich alt. Der Brasilianer ist 49 Jahre alt und der Schauspieler 55.
Der Mann sagte in einem Interview mit GQ, dass ihm schon seit seiner Jugend immer wieder gesagt wurde, dass er dem Star vom Film Speed ähnlich sei. Einmal kam ein Schulfreund zu ihm und sagte, er habe den Film Gefährliche Brandung gesehen, in dem ein ihm sehr ähnlicher Schauspieler spielt. Und er meinte, er solle sich diese Produktion ansehen und selber schauen. Als Markus den Film sah, wurde er für immer ein großer Fan von Keanu Reeves. Und was meint ihr? Sind sie sich wirklich ähnlich oder nicht? Könnt ihr sie unterscheiden? Markus wurde gefragt, ob die Ähnlichkeit mit dem berühmten Schauspieler ihm irgendwelche Vorteile im Leben verschaffte oder eine Verabredung erleichterte. Er sagte, dass er zwar Single sei, aber in diesem Bereich hilft ihm das Aussehen à la Keanu tatsächlich. Viele Frauen schreiben ihm auf Instagram sehr schmeichelhafte Kommentare. Er räumte jedoch ein, dass er großen Respekt vor dem Schauspieler habe, weshalb er seine Ähnlichkeit mit ihm weder bei seinen Followern noch im Leben ausnutze. Nichtsdestotrotz taucht er auf Instagram im ähnlichen Stil wie Keanu auf. Das gleiche Outfit, gleiche Mimik. Der Brasilianer spielt manchmal Filmszenen des Schauspielers nach. Zurzeit hat Markus mehr als 14.000 Follower in sozialen Medien. Aber es scheint, dass diese Zahl bald deutlich steigen könnte. Keanu hat dagegen kein Privatkonto bei Instagram oder Facebook. Dadurch ist nicht bekannt, ob er die Bilder seines Doppelgängers gesehen hat und was er darüber denkt. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist Keanu nicht der einzige Star, der seinen Doppelgänger hat. Und manche nehmen sogar mit ihren Doppelgängern Kontakt auf. Unglaublich, oder? Nun, hört zu. Beispielsweise Ariana Grande hat sogar eine ganze Reihe von ihren Doubles oder eher Nachahmerinnen. Darüber haben wir in einer unserer Folgen erzählt, deren Infokarte auch gerade gezeigt wird. Die Frau, die dem Star des Hits Thank You Next wohl am ähnlichsten sieht, ist Paige Niemann. Diese hat auf dem Tyke Run unter dem Vorwand Ariana Grande zu sein sehr an Popularität gewonnen. Und nun hat sie über 630.000 Follower auf Instagram. Dunkles Haar, große braune Augen und sogar die berühmten Grübchen. Bei manchen Bildern ist es wirklich schwer, die Kopie vom Original zu unterscheiden. Darüber hinaus wurde einer der Auftritte dieser populären Frau wegen ihrer Ähnlichkeit von der Sängerin selbst kommentiert. Ich frage mich nur, warum diese Katzenstimme, dieser Dialog? Ich bin sicher, sie ist das süßeste Schätzchen von allen. Aber es ist wirklich bizarr zu sehen, wie Menschen die beiden Welten vermischen. Nun, Ariana muss von der Ähnlichkeit wirklich überrascht gewesen sein. Und ihr? Ein weiterer Doppelgänger auf der Liste ist Konrad Anerud, der nach Meinung vieler Fans illusorisch an den jungen Leonardo DiCaprio erinnert. Insbesondere aus der Zeit, als dieser in den Filmen Titanic und Romeo und Julia auftrat. Erinnert ihr euch an seinen nonchalanten Lebensstil und die etwas längeren Haare, die DiCaprio oft hinter die Ohren legte? Konrad kommt aus Schweden und ist 23 Jahre alt, mehr oder weniger so alt wie Leonardo, als diese Produktion entstanden. Der Schwede nutzt jedoch seine Ähnlichkeit mit dem legendären Star in der Arbeit als Model. Oder er tut, als ob er DiCaprio wäre. Tatsächlich ist er Musiker und wie er mal zugab, es kommt schon vor, dass er Autogramme in Leos Namen gibt. Obwohl der Altersunterschied zwischen ihnen mehr als 20 Jahre auseinander liegt. Mit entwaffnender Ehrlichkeit sagte der Junge, dass die Leute ziemlich naiv seien, denn obwohl DiCaprio viel älter ist, verbinden die Fans ihn immer noch hauptsächlich mit dem Hit von James Cameron. Nun, welches Mädchen hätte nicht gern ein Foto mit James Dawson aus Titanic? Konrad versicherte auch, dass er in seinem Aussehen nichts korrigiert hat. Und in diesem Moment beobachten ihn 145.000 Menschen auf Instagram. Wo wir gerade von gut aussehenden Männern sprechen. Was würdet ihr von einem anderen Ryan Gosling halten? Es stellt sich heraus, dass der aus den Filmen wie La La Land oder Crazy Stupid Love bekannte Star, der als einer der attraktivsten und bestgekleideten Männer der Welt gilt, auch einen Doppelgänger hat. Der Schauspieler ist besonders bekannt für seine Leidenschaft für elegante Kleidung und seine Auftritte in Filmen oder auf dem roten Teppich. Denn diese Leidenschaft teilt auch sein Doppelgänger. Und das ist Johannes Laschet, ein deutscher Blogger und Model. Der Mann studiert tagsüber Jura, aber seine große Liebe gilt der Mode. Genauer gesagt dem klassischen männlichen Look. So steht es in seiner Biografie auf seinem Instagram-Profil, das von fast 91.000 Menschen beobachtet wird. Dort zeigt Johannes Fotos von seinen Stilisierungen, auf denen er sich nach Meinung vieler Beobachter Ryan Gosling aufs Haar gleicht. Vor allem wenn er mit der dunklen Brille und der Schirmmütze lächelt. Könnt ihr unterscheiden, welcher ist welcher? Aber da haben wir noch ein Beispiel. Erinnert ihr euch an die Filme wie Transformers, Jennifer's Body, Jungs nach ihrem Geschmack oder Teenage Mutant Ninja Turtles? Ja? Diese Frau war sogar die Liebe von Charlie Sheen in Two and a Half Men. Sicher wisst ihr schon jetzt, dass wir über die Schauspielerin Megan Fox sprechen. Heute ist die 33-Jährige die Ehefrau von Beverly Hills 90210-Star Brian Austin Green und eine vorbildliche Mutter von drei Jungs. Und sie hat ebenfalls eine Doppelgängerin. Die Frau heißt Claudia Allende und ist 26 Jahre alt. Wegen der Ähnlichkeit mit einer der schönsten Frauen der Welt ist sie nun berühmt geworden. Claudia hat ihre Ähnlichkeit mit der Schauspielerin auch sehr geschickt in der Arbeit als Model und Fitnesstrainerin eingesetzt.
Volle Lippen, strahlende Augen und ein verführerischer Körper. Seht ihr noch weitere Analogien? Claudia Allende nimmt häufig an Miss Bambam-Wettbewerben teil, das heißt an den in Brasilien organisierten Pro-Turnieren. Außerdem verdient sie ihr Geld mit der Werbung für Unterwäsche oder Diätprodukte. Aha, und fast 9,5 Millionen Follower folgen ihr auf Instagram. Und? Glaubt ihr etwa jetzt, dass jeder Mensch seinen Doppelgänger hat? Nein? Dann müssen wir euch noch ein weiteres Beispiel nennen. Auch Katy Perry hat ihr Double. Und bei dieser Sängerin, die regelmäßig an der Spitze der Charts und der bestverdienenden Sängerin der Welt steht und die solche Hits wie I Kissed a Girl, Firework oder Raw geschrieben hat, tut sich im Privatleben derzeit viel. Der Star erwartet nämlich ein Kind mit ihrem Verlobten, dem Schauspieler Orlando Bloom. Aber darüber könnt ihr in unserer anderen Folge alles ausführlich erfahren. Denn jetzt stellen wir euch Francesca Brown vor, die nach Meinung vieler Fans eine Kopie der berühmten Sängerin ist. Die Frau nutzt ihre Ähnlichkeit mit Katy Perry aus und versucht, sich im Showgeschäft als Schauspielerin zu etablieren. Außerdem lädt sie auf ihrem Instagram, das von fast 20.000 Followern beobachtet wird, oft Bilder hoch, auf denen sie als die Sängerin stilisiert ist. Francesca versicherte jedoch, dass sie sich mit Katy Perry bisher noch nie getroffen hat. Also, ihr Neugierigen, welcher der Doppelgänger oder der Doppelgängerinnen ist eurer Meinung nach dem Original am ähnlichsten? Kennt ihr noch andere Beispiele von Menschen, die wie berühmte Persönlichkeiten aussehen? Schreibt uns darüber unbedingt in den Kommentaren. Und jetzt vergesst nicht, diese Episode zu liken und sie an eure Freunde weiterzugeben. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Channel. So verpasst ihr kein weiteres Video. Bis bald!